Hallo und herzlich willkommen zurück zu Chainlink Islands Part 2. Ja, zweite Map aus der Serie Chainlink Islands. Wir suchen immer noch die Enderperlen, um hier weiterzukommen. Es sind jetzt knapp 2 Stunden vergangen, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich musste mich kurz weg. Und wir müssen uns immer noch beeilen, die Enderperlen zu finden, da sonst die erste, die wir schon reingeworfen haben, die spawnen könnte. Hier muss noch eine, so wie es scheint. Ja, die dritte und dann fehlt noch eine. Eine haben wir ja schon reingeworfen. Ich weiß aber nicht mehr. Ich muss nochmal zurückgehen, was der letzte Hinweis war. Die eben habe ich auch nur so durch Zufall gefunden. So, es wäre besser, wir hätten ihn benannt oder so. Ist die schon despawned? Ich hoffe nicht. Oh, nee, ist noch da. So, Steps reach the top looking over this drop. Das haben wir, glaube ich. Das haben wir. Down here in the mines, in the rock rails. Das haben wir. Out of sight, out of reach, tip top. The top of trees. Oben auf Bäumen. Auf welchem? Out of sight, out of. Tipptopp. So, welche Rätsel finde ich ja geil. Wären sie auf Deutsch, wäre es noch besser. Hier unten irgendwas? Nee, die haben wir schon. Oder? Doch, die haben wir schon. Ja, die haben wir schon. Achso, das wird, denke ich mal, das Tipptopp und so Dingens sein. Da muss das hier irgendwo unten in der Höhle sein. Nee, da war ich eben, da war nichts. Irgendwo. Im schlimmsten Notfall müsste ich mir eben eine herspawnen. Eine cheaten, aber das will ich nicht. Ich muss in der letzten Map davon schon so oft cheaten. Einfach nur durch meine eigene Doofheit natürlich. Und ich glaube, eine Sache, die ich nicht machen konnte. Hey, vielleicht noch irgendwo drauf. Da oben vielleicht. Ich lasse mir jetzt einfach Zeit. Wie gesagt, im Notfall hole ich mir einfach ein Item. Ich gehe aber mal die Treppe wieder zurück hoch. Jedenfalls ein Stückchen und dann da runter, um dann da runter zu springen. Ist die noch da? Ja. So. Wo ich nicht rüberlaufen darf, ist da oben die. Ah! Hab sie! Da muss ich gleich mal gucken, welcher Tipp das war. Ob ich den verstehe. Nicht getroffen. Getroffen. Na los, treffen wir ja auch noch. So, und die letzte. So, bist du schon despawned? Nee. Du bist angekommen. Ihr seid noch dabei anzukommen. Du bist angekommen. Yes, hier offen. So, jetzt erstmal gucken. Steps reach the top. Ja, das ist es. Ah, okay. Wow, was ist hier? Wo ist ein Schalter? Komme ich nicht ran? Ist auch einer, da kommt Sand runter. Das habe ich mir schon gedacht. So, und hier kommt dann höchstwahrscheinlich Wasser runter. Auch gar nicht. Auch Sand. Okay. Wow. Wo stehe ich? Ah. Das muss so. So. Ach, hier muss ich gar nicht drüber. Okay. Achso, und hier kommt jetzt. Das ist wieder so ein. Wieder so ein typisches, wie ich finde, so ein WoW-Rätsel. Oder wie generell irgendein RPG-Rätsel. Geh dahin, tu das. Dann geh wieder zurück, weil du das tun musst und sowas. Das ist gar keine Druckplatte. Sollte ich hier weiter? Ich schätze mal. Gomez und Selena Gomez. In der ersten Map war Justin Bieber. Da geht's runter. Ich will aber noch in die Kiste schauen. Basecamp. Note to self, all Frank. It is December 13th.
3097, 13 years ago. And it is my 20th time down here. Well, I decided I might as well make a little base to stay at. I have got my two beautiful little sheep, Selena and Gomez. And life is great. I wonder if I will ever find that treasure. Okay, gehen wir mal runter. Hier geht's, denke ich, mal weiter, aber zurück kommen wir eh nicht. Wooden Pickaxe. Eine Wooden Pickaxe. Ich schätze mal diesen Block. Warum ist hier so ein Ding drunter? Ich weiß es nicht. Ich bin so gut. Echt hier lang? So, welchen Weg gehen wir denn da? Ist nur die Frage, gibt es da Kisten irgendwo? Sonst der Weg ganz einfach. Da ist eine. Enderperle und ein Flint and Steel. Ich frage mich die ganze Zeit, hat er das wirklich gemacht, um die Dinger so abzunutzen, dass sich da die ganze Zeit hingestellt hat, das Ding benutzt hat? Oder hat er sich das einfach gespawnt? Was haben wir? Enderperle und Flint and Steel und ein Cobblestone. Ein Cobblestone. Treasure. Don't fall down the trapdoor, but water can and ender pearls. Hä? Ach so. Ah. Treasure. All mine. Message from Robber's assistant. Haha. Well, look who got here first. Looks like I get to claim this treasure and good luck escaping this place. Checkpoint. Zack, ich hab kein Wasser. Ja, und das kann ich anzünden. Oh. 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 Bucket, der ist aber leer. Soll der leer sein? Also ich weiß ja, was ich hier machen muss, aber... Ich gehe mal gucken, ob ich hier irgendwo Wasser finde. Ja klar, ich weiß, wo ich Wasser finde, wo ich herkomme. So, deswegen ist das hier unten, denke ich mir, vielleicht auch so einfach, weil ich einfach nur durchgehen muss. So. Wenn ich mich ganz gut anstelle, dann kann ich mich auch durchbuggen. Naja, ich lasse es jetzt einfach mal. Hier kriege ich Wasser. So, jetzt muss ich darüber gehen. Ah, die Steindruckplatten. Ne, normale Druckplatten auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann einfach die Druckplatten wegschwemmen, aber das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme. Aber naja. So, hier hoch. Ich wäre da jetzt, hätte ich die Schilder nicht hier beim Hochgehen gesehen, wäre ich einfach schnurstracks reingelaufen und hätte mich da reingestellt. Da muss ich Wasser rein tun, da muss die Enderperle rein. Richtig. Ist irgendwas. Ah, da. Aufgegangen. Sag ich doch. Schon wieder eine Höhle. Way. Alles in Höhlen. So, wo geht's hier weiter? Schön, falls ich mich so ein bisschen hektisch umgucke. Mach ich immer, wenn ich irgendwie sowas spiele, weil damit ich will alles sehen. Alles. Ich hasse Lava-Jump'n'Runs. Ich hätte mir mein Wasser wieder mitnehmen können. Schade. Nicht dran gedacht. Wie soll ich denn hier weiterkommen, ohne Schaden zu nehmen? Geht das überhaupt? No! Ich könnte so dreist dann das zubauen. Ich glaube, es ist einfach, wenn ich mir hier einen Block hinsetze. Und sind nur Dinge, die mir die Map gegeben hat. Tom. Ja, hier sind die ganzen Dorfbewohner. Aus dem letzten Teil. Oh, und meine beiden Schweine und das Schaf. Justin und Bieber waren das. Das war kein Schaf, das ist ein Hühnchen. Message from Robber. Well, would you look at this while you are trying to be the hero? I simply strolled up to the Chainlink Islands and threatened to blow up everybody. It was so easy to kidnap everybody. Just look around. Everybody that means something to you is locked up
Folge zu Ende, wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, Leute. Ciao.